Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Das ist Boden und Ständig. Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Guten Morgen, Johannes. Wie ist die Lage? Ja, guten Morgen, Carina. Ja, ich kann mich nicht beklagen hier. Wir haben zwar relativ bedeckten Himmel und das Wetter könnte tatsächlich wieder ja ein bisschen besser sein für die Jahreszeit, aber so ist das halt in der Landwirtschaft. Das ist ja nie so, wie man es gerade braucht. Aber ich kann mich persönlich nicht beklagen, muss ich sagen. Man sieht, dass es langsam wieder losgeht, auch wenn es schleppend ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen ist, hier am Niederrhein. Könnte tatsächlich schon mehr passiert sein auf den Feldern. Es ist aber einfach zu nass tatsächlich, weil wir doch sehr viel Niederschlag hatten und dementsprechend auch die Flächen oder die etwas schweren Flächen teilweise nicht befahrbar sind und auch nicht dann, ja, da kann halt nichts vorbereitet werden für die Rübenaussaat, Maisaussaat, fürs Kartoffelpflanzen. Aber das wird ja, weiß ich nicht, wie sieht es bei euch denn aus, Carina? Bei uns sieht es ähnlich aus und ich habe auch das Gefühl, dass es fast in ganz Deutschland so ist, also was ich so durch meine Community mitbekomme. Ja, auch hier in Anführungszeichen zu nass, zumindest zu nass, um eben den Boden zu bearbeiten beziehungsweise Rüben zu legen und so weiter und so fort. Ja, wenn nur kleine Fenster da, aber es ist im Gesamten, sage ich halt auch immer noch nicht zu nass. Also es ist bei uns tatsächlich so, dass wenn es immer geregnet hat, dann gerade so viel, dass es auf dem Acker nichts mehr ging und ja, es eben auch aufgrund von fehlender Temperaturen, Wind und vor allen Dingen Sonne, gefühlt hatten wir noch nie so wenig Sonnenstunden wie in letzter Zeit, ja, ist es halt nicht möglich, aber ja, ich sag mal, das Wasser können wir trotzdem noch gut gebrauchen. Ne? Also wenn ich jetzt auch die Wintergerste oder beziehungsweise die Weizenbestände sehe, die sehen schon gut aus. Die freuen sich auch über das Wasser und dass hier noch keine Dürre- und Hitzeperiode ist, ganz klar. Ja, aber das ist, wie du schon sagst, mit den Sonnenstunden, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Also man ist ja, wenn man dann mal vor die Tür kommt oder so oder draußen ist dann, und dann kitzelt so ein bisschen die Sonne auf der Nase, dann fühlt man sich doch ein bisschen wohler, muss ich sagen, als wenn man absolut, irgendwie rauskommt, ja. Der Nebel ist schon oder der Himmel ist schon wieder so trübe, dann ist da so ein diesig, da ist das doch viel schöner, wenn die Sonne dann mal ein bisschen im Gesicht kitzelt oder so. Ja, wir sind halt auch total verwöhnt von den letzten Jahren so, ne, dass wir echt irgendwie ein frühes Frühjahr hatten, wo es auch schon sehr warm war. Ich habe witzigerweise, ich glaube, es war bei uns in der Tageszeitung, hatte auch jemand einen Kommentar dazu geschrieben, dass es das graueste, kälteste und nasseste Frühjahr seit langem ist. Wobei das heißeste es ging um Ostern, glaube ich. Das war irgendwann um 1950, also schon sehr lange her, war der heißeste Ostersonntag mit 30 Grad auch irgendwann im April. Und ja, wie gesagt, die letzten Jahre waren wir ja tatsächlich sehr verwöhnt, aber ich muss sagen, es schlägt auch langsam so ein bisschen aufs Gemüt. Wenn die Sonne dann mal da ist, ist es ja auch wirklich direkt so, ne? Dann will man auch einfach nur raus und sich am liebsten mit dem Liegestuhl in die Sonne setzen. Ja, genau. Weil dieses Graue hier kann man auch irgendwie einfach nicht mehr sehen. Ja, aber dazu habe ich auch ich war 2018 waren wir auch bei einem Shooting im Frühjahr tatsächlich, auch zur Zwischenfruchteinarbeitung mit unserer Ruben 10 Kurzscheibenegge. Mein Kollege und ich, und dann waren wir auch, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, muss ja irgendwie März oder April gewesen sein. Da sind wir auch losgefahren, hatten gedacht, es wird ein warmer Tag werden und so. Da hatte man sich dementsprechend ja angezogen für März und April. Und dann standen wir da mittags in der Sonne und dann hatten wir auf einmal 25 Grad oder so. Und dann sind wir, also dann waren wir halt den ganzen Tag draußen und abends haben wir dann im Radio gehört, das war auch bei uns da Richtung Ruhrgebiet in Bottrop, war dann tatsächlich genau der heißeste Ort Deutschlands an dem Tag, war dann da, genau wo wir gewesen sind beim Shooting. Ja, das war, ja, aber das war auch, du bist, ist die Sonne. Aber das war tatsächlich auch im Frühjahr und dann hatten wir auch 25 Grad oder so. Ich weiß gar nicht, irgendwie so um den Dreh rum. Das hat sich auch bei mir
eingebrannt, dieses Ereignis tatsächlich. Ja, wenn die Sonne dann mal da ist, sie hat ja auch schon Kraft, ne? Ich meine, wir haben ja auch einfach schon Mitte April und das haben wir auch am Freitag hatten wir mal einen Tag, der mal etwas sonniger war, zumindest halt auch so Vormittag bis Spätnachmittag, bevor die nächsten Wolken dann kamen und da konntest du es im T-Shirt locker aushalten in der Sonne, ne? Das ist einfach so und wir haben dann auch bei diversen Social-Media-Kanälen und so werden einem ja schon mal so Erinnerungen auch angezeigt. Und da haben wir eben auch gesehen, dass wir vor 2 Jahren im Februar schon im T-Shirt mittags in der Sonne gesessen haben, weil es da auch so warm war, ne? Und das war ja dieses Jahr auf jeden Fall mal nicht der Fall. Nee, vor allem hat man ja immer noch so einen kalten Wind dabei, ne? Der ist ja irgendwie da nochmal fies. Genau. Wenn es ein bisschen windstill ist und die Sonne kommt raus, dann hat die schon Kraft. Und das kann man auch im Gesicht merken, wenn man dann mal 2-3 Stunden in der Sonne war und man ist ja noch nicht so viel Sonne gewöhnt, dann kriegt man schon so eine leichte Röte abends im Gesicht, habe ich das Gefühl. Das ist so, ja. Ja, wird auf jeden Fall Zeit, wie gesagt, fürs Gemüt bin ich auch schwer dafür, dass dann die Sonne jetzt mal rauskommt. Ja, definitiv. Und auch für die Arbeiten auf dem AK. Es kann dann auch jetzt gerne weitergehen. Ist noch genug zu tun. Ja, das ist wohl so. Ja. Aber jetzt mal ein anderes Thema, Carina. Wir hatten ja Christian zu Gast, unseren Kollegen von den Corporate Events, der darüber berichtet hat, wie unsere Agritechnikerplanungen sind und was da alles beachtet werden muss und so. Hast du da denn noch irgendwie für die Zuhörer, die jetzt die letzte Folge noch nicht gehört haben, hast du denn da noch irgendwie, was ist dir denn da besonders im Kopf geblieben oder was hat dich besonders beeindruckt da an dieser Geschichte? Ja, die Excel-Tabelle, glaube ich. Nee, also im Ernst, ich habe super viel Feedback auch bekommen, so nach dem Motto, ne, wie ich ja auch schon immer gesagt habe, dass das einfach Wahnsinn ist, dass man das als Besucher einer Messe gar nicht so auf dem Schirm hat, wie viel Arbeit es tatsächlich halt ist und bis ins Detail ja auch alles irgendwie geplant werden muss. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen mit den Teppichfliesen. Das war einfach mein, du läufst über den Teppich drüber, aber machst ja gar keine Gedanken mehr drüber, dass da jede einzelne Fliese auch irgendwie hingelegt wurde. Ja, also ich glaube, das war so das meiste, was ich da mitgenommen habe, wie viel Arbeit und was ich auch spannend fand, halt, ja, wie langjährig die Planung halt auch einfach ist, ne? So nach dem Motto, die eine Agritechniker ist rum und dann geht's schon gefühlt in Planung für die nächste. Das ist ja schon auch irgendwie Wahnsinn, wie viel Zeit da auch drin steckt. Ja, das ist so, ja, tatsächlich. Das ist auch, was mich am Anfang, wo ich da jetzt noch nicht so viel mit zu tun hatte oder wo ich da so frisch reingekommen bin, das, was mich auch tatsächlich am meisten beeindruckt hat. Weil man kennt es halt als Besucher, ne? Man ist halt immer da gewesen und man sieht das halt und denkt sich so, ja, boah. Ja, und auch diese Sonderlackierung, ne, mit den Flügen zum Beispiel, wo dann, dass man halt sieht oder dass es so aussieht, als wären die bodenbearbeitenden Teile eben auch schon mal im Boden gewesen. Das fand ich auch irgendwie witzig. Ist mir ehrlich gesagt bewusst auch noch nie. Also habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, wenn ich Geräte auf einer Messe gesehen habe. Ja, das ist tatsächlich das Schöne und Spannende und das Besondere dann halt auch an der Agritechnica. Ja. Aber tatsächlich, wo du gerade Feedback gesagt hast, habe ich auch noch Feedback gekriegt oder wir von Lemken haben auch Feedback gekriegt und zwar noch, wir haben ja gerade schon vorhin dann überlegt, zu welcher Folge das genau war. Wir meinen ja, es war die Folge mit dem Fleischkäse-Skandal, wo ihr Bodenproben gezogen habt und da hat tatsächlich ein Zuhörer uns nicht nur Feedback geschickt, sondern so eine Art, will ich jetzt mal fast behaupten, Lifehack für alle Landwirte, die Bodenproben ziehen müssen und Admin-Bodenproben waren das, glaube ich, ne, die du gezogen hast. Ja. Und zwar hat er nämlich den Tipp geschickt, das kann jetzt jeder vielleicht für sich selber umsetzen, er würde immer einen Akkuschlagschrauber nehmen mit einem sogenannten Schlangenbohrer, der dann natürlich die entsprechende Länge hat und würde dann damit quasi die 90 cm einfach in den Boden reinbohren und so dann die Erde quasi rausziehen und dann bräuchte man halt nicht immer dieses lästige Vorschlaghammer mitschleppen, über sich ergehen lassen und hätte da quasi auch sich das Vorschlaghammer benutzen, quasi den Messstab reinschlagen, hätte man sich damit auch gespart. Also da ein kleiner Lifehack, vielleicht kann der eine oder andere das ja mit bestehendem Werkzeug mal ausprobieren zu Hause. Ja, genau. Erfahrungsberichte gerne an mich. Und tatsächlich, du hast ja auch gesagt, wir hatten ja damals das Thema Hofübergabe.
Da hast du ja unglaublich viele Fragen und Rückmeldungen zugekriegt, dass das Thema ja anscheinend die Leute beschäftigt. Welche Gedanken hat man? Soll man was machen? Soll man es machen? Soll man es nicht machen? Was gibt es zu beachten? Oder hast du da noch andere Sachen oder Feedback dazu gekriegt oder noch anderes Feedback dazu gekriegt? Also das ist tatsächlich ein Thema, was bei mir immer und immer wieder aufploppt. Tatsächlich auch überwiegend von Frauen oder jungen Frauen, die auch ähnlich wie ich so in der sich die Frage stellen, ne, soll ich den Betrieb übernehmen? Ist es wirklich das, was ich will? Kann ich das? Schaffe ich das? Und mich auch so nach meinem Weg gefragt haben und oder fragen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich sagen würde, dass wir da gerne nochmal intensiver drüber sprechen können, vielleicht in einer Folge, vielleicht auch mit einem Gast, der noch keine Entscheidung getroffen hat, weil wir hatten das ja auch schon mal bespielt, das Thema quasi, wo die Hofübergabe schon stattgefunden hat. Und auch bei mir wird es ja in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf dem Papier auch stattfinden müssen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Thema, was sehr viele irgendwie berührt, beziehungsweise ja auch viele Ängste da natürlich im Raum sind. Und wenn man sich eben da ein bisschen austauscht, das gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, ne? Wenn man dann so sieht, okay, wie ist das bei anderen, wie haben andere das gemacht und auch gerade bei der Entscheidungsfindung irgendwie nach Hilfe und Tipps eben fragen. Meinst du, das würde Sinn machen, fällt mir gerade ein, wenn wir so eine Umfrage einfach mal machen oder so ein Fragekästchen bei Instagram, wo man vielleicht Themenwünsche reinschreiben kann, die genau diesen Themenblock betreffen oder Fragen direkt reinschreiben kann, dass wir vielleicht den passenden Gast finden oder suchen können oder einfach, die Leute können ja auch reinschreiben, die Zuhörer können ja auch reinschreiben, ich will einfach mal jemanden hören, der da schon Erfahrung gemacht hat oder ich will irgendwie, weiß ich nicht, nochmal einen Berater haben oder irgendwie persönliche Dinge zu klären. Wir hatten das ja schon mehrfach thematisiert, ja. Um da vielleicht nochmal genau auf den Themenblock einzugehen oder... Kann man ja einfach mal machen, oder, Carina? Also. Auf jeden Fall, macht natürlich immer Sinn, wenn die Zuhörer uns, also ihr, uns dann eben auch sagt, ne, worauf ihr genau gerne eingehen möchtet, dann können wir das natürlich auch gerne versuchen umzusetzen, klar. Müssen wir nur dran denken, wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird hier, also heute ist ja Montag, wenn die Folge Donnerstag veröffentlicht wird, dass wir das vielleicht direkt im Anschluss daran auch im Kopf behalten. Ansonsten gibt es bestimmt auch nette Zuhörer, die uns dran erinnern. Ja, genau. Alle schreibt uns eine Erinnerung. Ja, ist manchmal hat man auch einfach, also das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, mein meistgesagter Satz am Tag ist zu meinem Handy, erinnere mich an, weil man hat irgendwie so viel im Kopf und ständig, dass das auch leider manchmal eben einfach untergeht. Aber nutzt du dann tatsächlich diese Sprachfunktion? Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ja, ich habe Hey Siri nicht an, weil ich immer denke, das Ding muss ja nicht, deswegen habe ich auch keine Alexa zu Hause oder so, ihr muss ja nicht, auch wenn ich glaube, dass die ganze Zeit zuhören. Ja. Aber tatsächlich benutze ich die Sprachfunktion auch eben dem geschuldet, weil ja oft hat man ja dann auch irgendwie gerade Handschuhe an oder ist da irgendwie im Treiben und so und dann brauchst du ja nur das Knöpfchen an der Seite gedrückt zu halten und kannst halt losreden. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also ich mache das tatsächlich, ja. Und dann kriegst du deine Erinnerung, ich weiß gar nicht, dann kriegt man eine Erinnerung, die später aufploppt oder hast du dann so einfach nur eine To-Do-Liste, wo du dann reinguckst, wenn du mal Zeit hast? Nee, ich terminiere das meistens auch, also dass ich dann im Handy auch ganz klar sage, erinnere mich am, weiß ich nicht, am Donnerstag um 9 Uhr an Fragekästchen und dann weiß ich aber auch, was es war. Na gut, also das kannst du ja dann gleich im Anschluss direkt machen. Genau. Also jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Aufnahme und dann kannst du deinem Handy weitere Aufgaben dann zuteilen. Richtig. Nee, ich bin aber auch echt, also wo es geht, benutze ich tatsächlich Sprachfunktionen. Ich sag's dir auch ganz ehrlich, weil ich tippe so viel am Tag, wenn ich diese ganzen Nachrichten ja auch immer beantworte und so, bin ich immer froh um alles, was ich nicht tippen muss. Boah, aber das finde ich auch, also da muss ich auch nochmal an alle, die viel auf dem Handy tippen, hab da auch mittlerweile so die Lust dran verloren, dieses Handy-Tippen. Mir tut das schon, ich tippe wirklich nicht viel, ich bin auch absolut schreibfaul am Handy, wie du wahrscheinlich auch schon mal ab und zu festgestellt hast. Ja. Ich schicke dann lieber eine Sprachnachricht, aber bei Sprachnachrichten ärgert mich dann immer, dass man, wenn man was suchen will, findet man, ich nutze genau. Sehr gerne die Suchfunktion von WhatsApp, um bestimmte Sachen zu suchen, die auch schon längere Zeit zurückliegen. Ja. Und das findet man halt bei Sprachnachrichten nicht.
Deswegen habe ich mir eine Zeit lang habe ich mal probiert, die Sprachfunktion, also die Diktierfunktion zu nutzen. Ja. Aber da denke ich, ist halt auch immer so viel Arbeit, dann immer noch die Satzzeichen, weil ich kann nicht haben, wenn die Satzzeichen dann nicht so richtig sind, wie sie sein sollen, oder wenn das irgendwie nicht so richtig aufgenommen hat oder übersetzt hat, dann hast du wieder, dann musst du wieder dich durch den ganzen Text durchklicken und so. Ja. Ja. Das ist auch was ich schon oft gedacht habe. Das ist, also das könnte man auch auf jeden Fall noch optimieren, weil ich nutze das manchmal auch. Aber wie du schon sagst, es ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, dass das Handy dann irgendwelche komischen Worte draus macht oder dich nicht richtig verstanden hat und dann ja genau Satzzeichen falsch sind oder keine Ahnung was. Und da bin ich auch so ein kleiner Monk. Also wenn's, wobei ich da auch ganz ehrlich mittlerweile gerade so bei der Beantwortung der Nachrichten bei Instagram, wenn ich da jetzt auch noch jeden Satz dreimal umdrehen würde, würde ich gar nicht mehr fertig werden. Also es ist ganz oft so, dass ich tatsächlich dann auch nur noch kurz und knapp schnell irgendwie antworte, weil ich schaffe das sonst einfach nicht mehr. Das geht nicht. Aber antwortest du denn tatsächlich mit dem Handy oder antwortest du, ich hätte mir ja schon längst so eine kleine Tastatur geholt für mein Handy oder so, um das darauf zu beantworten, oder einfach eine Bluetooth-Tastatur, dann kannst du ja einfach tippen. Ich habe tatsächlich eine Bluetooth-Tastatur und ich habe auch, also auf dem iPad habe ich auch die App halt drauf, aber das mache ich dann halt tatsächlich wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel sonntags mal hier sitze, ne, und irgendwie dann Nachrichten beantworte, aber ich meine, ich schleppe ja die Tastatur auch nicht den ganzen Tag hier rum und es ist halt auch ganz oft so, wenn ich dann irgendwie mal 5 Minuten Luft habe oder so, dass ich dann schon mal anfange, die Nachrichten von unten irgendwie schon mal wieder zu beantworten, gerade wenn es irgendwie ein brisantes Thema ist, wo viele Nachrichten aufploppen, damit es eben nicht die Masse nachher so ist. Also ich versuche das immer zwischendurch auch schon mal abzuarbeiten und dann, dann geht es halt nicht anders als mit dem Handy, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt der Vor- und Nachteil des Handys. Man ist halt immer allzeit dazu bereit, irgendwas zu tun damit. Ne? Ja, richtig. Ist auch oft ein Nachteil tatsächlich. Ja. Wie sind wir jetzt da drauf? Ach ja, wir sind da drauf gekommen über Umwege, weil wir ja gefragt haben mit der Hofübergabe. Also Feedback und Co. Ja, genau. Also wir sind natürlich immer froh um jedes Feedback zu jeder Folge. Also auch zu den älteren Folgen könnt ihr gerne nochmal irgendwie Bezug nehmen, uns nochmal was schicken oder so. Wir sind immer bereit dazu, nochmal tiefer auf bestimmte Themen oder auf alle Themen nochmal tiefer einzugehen. Oder wenn da Fragen sind, immer her damit, dann können wir das gerne wieder behandeln hier. Genau. So, wie sind wir jetzt? Jetzt, Carina, jetzt natürlich, wir haben schon über das Wetter gesprochen. Wie sieht denn aktuell euer Wasserstand aus bei der Frühjahrs... Der Wasserstand ist ja schon der richtige Begriff eigentlich. Der Wasserstand bei der Frühjahrsbestellung. Ja, wie gesagt, also Wasserstand geht noch. Also ich meine, der Rhein hat zwar ein bisschen Hochwasser, also Wasser ist auf jeden Fall da, aber bei uns waren es jetzt nicht die Unmengen. Also es ist noch nicht so, dass wir hier, wie man so schön sagt, absaufen. Das geht noch. Es ist halt auch nicht möglich, großartig dran zu denken, gerade Rüben zu säen oder Kartoffeln zu legen. Wir hatten tatsächlich auch das Problem bei den also wir haben jetzt wenigstens Gott sei Dank auch endlich Sommergerste und Sommerhafer im Boden. Und der Sommerhafer ist auch an den etwas schwereren Böden und da war tatsächlich auch eine Ecke, die dann auch so direkt unter den Bäumen und im Schatten und sowieso schon nochmal eine schwerere Ecke ist. Die haben wir dann liegen gelassen. Da ist der Papa quasi auch drauf zugefahren und da hast du schon gemerkt, okay, das gibt keinen und bevor wir nachher alles rausziehen müssen, weil er mit der Maschine sich festfährt und alles, haben wir dann die Ecke einfach liegen lassen, ist dann so, weil wir halt auch gesagt haben, da brauchst du halt nicht mehr drauf zu warten, ne? Weil bis die Ecke dann mal trocken ist, weil ja auch eben keine Stabilität vom Wetter irgendwie und warm und so mal in Aussicht war. Wenn du da drauf wartest, dann wird's halt auch einfach zu spät, weil für den Hafer wurde es dann eben auch einfach Zeit jetzt und deswegen haben wir da so ein kleines Eckchen dann halt liegen gelassen. Das ist dann halt so. Das ist halt kein Drama, aber ja, es ist wirklich so, dass man hier gerade echt irgendwie so, jede Minute, wo es geht, irgendwie ausnutzt und sowas dann eben auch beim Kartoffellegen. Also wir haben jetzt wenigstens die vorgekeimten Kartoffeln letzte Woche, Dienstag, glaube ich, war es, dann nach Ostern in den Boden gebracht, weil da auch eben mal kurz ein Fenster war. Da hat es auch nicht so viel geregnet über Ostern. Dann haben wir halt Ostern alles vorbereitet, Sodass wir dann Dienstagmittag direkt starten konnten und
ja, haben das auch tatsächlich bis abends spät, das gab es bei uns auch noch nie, dass wir frühe Kartoffeln im Dunkeln mit Arbeitsscheinwerfer gelegt haben. Ja, haben es dann auch durchgezogen, weil für die frühen Kartoffeln brauchst du halt immer Leute, ne? Wir sind dann halt im besten Fall auf jeden Fall mit mindestens 5 Leuten auf der Legemaschine, sodass eben an jeder Reihe, sage ich mal, jemand sitzt und einer halt die Kisten dann angibt, weil wir die halt dann ja händig in die Schäufelchen legen, damit die Keime nicht abbrechen. Ja, ja. Wir haben eine Sorte, da haben wir dann immer eine Kiste, also die vorwiegend festkochende Sorte, die hat sehr stabile Keime, da haben wir es dann ausprobiert, da haben wir immer eine Kiste dann unten rein geschüttet und das hat auch gut funktioniert, die Keime sind dran geblieben. Ja, aber bei der festkochenden Sorte, die wir haben, sind die Keime nicht so stabil und da haben wir es dann ausprobiert und haben aber direkt dann auch abgebrochen, weil wir gesagt haben, das bringt nichts, wenn die Kartoffel dann in der Erde ist und keinen einzigen Keim mehr dran hat, dann haben wir halt auch nichts gewonnen, dann hätten wir uns das Vorkeimen sparen können. So dass wir dann eben, ja, und das kostet natürlich, ja, wie gesagt, erstens brauchst du Leute und zweitens kostet das natürlich unglaublich viel Zeit, weil dann kannst du natürlich ja auch nicht so schnell fahren, weil du musst ja irgendwie noch hinterherkommen, die da reinzulegen. Und das haben wir dann bis spätabends durchgezogen und das war aber auch genau richtig, dass wir das gemacht haben, weil ja am anderen Tag schon wieder Regen und auch bis jetzt wäre kein Zeitfenster gewesen, wo wir das hätten noch machen können. Und da war ich dann ganz froh drum, weil der Rest, sage ich mal, das war dann auch bei Instagram ein Riesenthema, so nach dem Motto, oh Gott, legt ihr jetzt alle Kartoffeln so in den Boden? Nein, natürlich nicht. Die Hauptkartoffeln, also sowohl die Chipskartoffeln als auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, die späten Speisekartoffeln oder die normalen, wie man es auch immer nehmen will, die werden natürlich ganz normal hinten in den Bunker reingekippt und dann Abfahrt, ne? Aber ja, bei den frühen Vorgekeimten muss man die eben wie rohe Eier behandeln, wenn die Keime nicht so stabil sind. Aber ich meine, du hast doch mal zu dem Thema, du hast doch mal gesagt, ihr nutzt jetzt ja extra den großen Schlepper beim Kartoffelpflanzen, habt noch die Kreise gemacht wegen dem GPS. Genau. Dann war das ja kein Problem, Carina, dass ihr auch im Dunkeln mal Kartoffeln gepflanzt habt, oder? Ja, das sowieso nicht. Für Papa war es ja sowieso entspannt vorne in der Kabine. In der warmen Kabine. Genau, warme Kabine, Sitzheizung und GPS, was will man mehr? Draußen saßen alle dann im Dunkeln mit einem dicken Mantel an, den Schal. Ja, so ungefähr. Schön im kalten Wind, ja. Aber wir hatten trotzdem Spaß, von daher, ja, es war trotz allem sehr lustig und auch, hat man auch das mal als Erfahrung, ne? Ja, so ist jedes Jahr anders, Carina, tatsächlich. Eben, so ist es. Und das macht's ja auch aus. Ich sag das ja auch immer wieder. Auch ich habe jetzt dieser Tage auch irgendwo einen Post, ich glaube, es war bei Facebook, weil bei Facebook sind ja die Hater-Nachrichten auch immer am lautesten, war auch, ich glaube, es war vom SWR oder so, der dann auch ja ein Bild gepostet hatte mit einem Traktor und Co. und auch so nach dem Motto, ne, Landwirte haben Sorge von wegen nasses und kaltes Frühjahr, dass die Kulturen nicht in den Boden kommen und so. Und ja, dann habe ich mir auch für Spaß mal wieder die Kommentare drunter durchgelesen und wo dann auch, ne, den Bauern kann man es ja nie recht machen und das Wetter ist ja immer scheiße und ne, so haben sich wieder alle drüber aufgeregt. Und ja, wo ich aber immer sage, ne, das macht's ja auch irgendwie aus, also unseren Job, dass ja kein Jahr gleich ist und vor allen Dingen sage ich ja auch immer, alles Positive hat ja auch irgendwo, beziehungsweise alles Negative hat ja auch irgendwo was Positives. Wie gesagt, es ist definitiv noch nicht zu viel Wasser bei uns und die anderen Kulturen, ja, die können es auch eben gut gebrauchen, ne? Besser als wäre jetzt schon wieder seit 6 Wochen hier 30 Grad und gar kein Wasser, ne? Ja, dann werden auch sich wieder alle am beschweren. Genau. Also ist ja immer so. Aber habt ihr denn jetzt aufgrund der feuchten Bodenverhältnisse irgendwie was schon geändert im, sag mal, bei der Bodenbearbeitung oder so? Seid ihr da irgendwie schon drauf? Habt ihr schon irgendwie gemerkt, dass ihr was anders gemacht habt jetzt, weil es ein bisschen später ist oder weil ihr gucken müsst, dass Zeitfenster kürzer werden oder so? Oder? Ja, tatsächlich ist es dieses Jahr so. Wir haben so die letzten Jahre eigentlich immer ja, je mehr Bodenbearbeitungsschritte du ja auch machst, das kostet ja immer Wasser, ne? Ja, und die letzten ja Jahre war es ja eben so, dass wir ja so wassersparend wie möglich gearbeitet haben. So haben wir zum Beispiel letztes Jahr vor den Zuckerrüben also direkt quasi, ne, Dünger auf den Boden gebracht, haben das einmal mit der Saatbettkombination mit der Korund eingearbeitet und dann ist direkt hinterher gesät worden. Dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich so machen müssen, dass wir das
noch einmal aufziehen, bevor wir dann eben säen, um den Boden halt eben nochmal zu lüften. Ja. Wenn denn, wie gesagt, dann aber auch mal Wetter ist dafür. Dafür brauchst du natürlich auch im besten Fall ein bisschen warmer Wind und Sonne. Vor allen Dingen, ja, dass wir da eben noch einmal vorher drüber fahren müssen, weil ja, das eben alles einzumatschen bringt halt am Ende des Tages auch nichts, ne? Ja, definitiv. Habt ihr denn mal, weißt du zufällig, wie eure Bodentemperatur gerade ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Hast du da irgendwie gerade... Warte, das kann ich doch direkt nachgucken. Ah ja, stimmt, das ist ja die Clara. Ich hab ja Clara. Ja, ich vergesse immer, dass ihr die Clara, die ja solche Daten auch hat, tatsächlich. Ja, das ist tatsächlich ganz praktisch. Jetzt muss ich nur gerade mal hier das Internet anmachen. Ich habe ja brav mein Also Handy ja, ich wollte gerade sagen, für die Erklärung. Zur Erklärung von den Zuhörern, Carina, wir haben natürlich unsere Handys auf dem Flugmodus, damit wir nicht gestört werden während der Aufnahme. Genau. So, Clara sagt, Temperatur in 5 Zentimeter 10,4 Grad und in 20 Zentimeter 10,3. Also der Boden ist schon, als wir die Kartoffeln gelegt haben, war es auch über 8. Da haben wir natürlich dann auch nachgeguckt. Also wir hatten jetzt auch hier schon lange kein Frost mehr nachts tatsächlich. Ja. Ja. Aber bald wird ja trotzdem relativ kalt noch. Bei uns wird es zumindest nachts noch ziemlich kalt. Aber nicht jetzt kein Frost mehr, definitiv. Keine Minusgrade, ja. Aber gestern war es auch, ich glaube, irgendwie so 7-8 Grad. Wie gesagt, also und aber so ein kühler Wind auch dabei, ne? Das macht, ja. Das empfindet es ja natürlich dann immer kälter, auch so tagsüber. Wir hatten auch gestern, waren es glaube ich auch zu Spitzenzeiten mittags irgendwie um die 13 Grad, aber dadurch, dass es so nass, kalt und windig war, kam dir das auch absolut nicht so vor. Also ich war auch mit einer Freundin gestern noch eine Runde durch die Luft und ja, also tatsächlich noch wirklich in der Winter-Down-Jacke, ja. Weil es einfach richtig kalt auch war und auf dem Berg oben auch richtig gezogen hat. Ach, da bin ich, denke ich jetzt gerade, wo du die Bodentemperatur gesagt hast, da denke ich gerade an meinen Kollegen Alessandro, du kennst ihn ja auch. Alessandro ist ja unser Kollege aus Italien. Ja. Der hatte mir schon die ersten Bilder geschickt, wo sie schon mit unserer Azurit am Maissäen waren, im schönen, und hatte mir die Delta-Row-Körner geschickt. Da wäre ich schon ganz neidisch wieder, wenn ich das so sehe. Aber das ist bei uns noch, glaube ich, das dauert noch ein paar Wochen, bis wir da soweit sind, denke ich mal. Bei uns hat der erste Kollege tatsächlich am Freitag auch schon Mais gelegt, also wo es dann einen Tag mal schön war. Ja. Boah. Ja gut, das ist natürlich, ja. Ja gut, aber wenn der Boden die Temperatur hat, ne, dann ja. Muss man, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. So ist es, richtig. Aber das ist ja immer das Risiko. Schauen wir mal. Ja, da war ich auf jeden Fall ganz neidisch. Und dann hat noch mein anderer Kollege Martin, den hast du ja auch kennengelernt, glaube ich. Ne? Der hat ja letztes Jahr... Er war mit der Solitär DT bei mir, ja, genau. Der hat ja letztes Jahr die Vorführtour gemacht mit unserer neuen Bestellkombination mit der Solitär DT. Ist der durch Westdeutschland gefahren und tatsächlich ist er jetzt auch bei uns im Team als Trainee angefangen und ist dann übernommen worden sozusagen. Und der ist jetzt gerade für 6 Wochen in die USA geflogen und da auch Solitär DT einzuführen sozusagen in den Markt. Der ist da an der Westküste. Und die hatten jetzt auch vor 2 Wochen wollten die Schulung machen und da hatten sie noch irgendwie -4 Grad auch tagsüber. Ach, krass. Und jetzt ist der aber auch schon wieder fleißig unterwegs und die Farmer sind in Amerika am Säen und also Frühjahrskulturen am Säen oder was hat er letztens hat er gesagt, er hätte noch Weizen nachgesät, der ausgewintert ist tatsächlich. Und der ist auch schon wieder fleißig am Säen da. Wird man schon wieder ganz neidisch, wenn er mal so Bilder rüberschickt und so wieder, ja. Und dann noch in den amerikanischen Verhältnissen mit irgendwelchen großen Bergkulissen im Hintergrund und großen Flächen. Große Flächen, große Traktoren. Und dann sagt er, ja, und die Maschine läuft sehr, sehr gut, sagt er. Die Landwirte sind sehr zufrieden. Wir haben da ja tatsächlich Sommer, man hat ja immer so im Kopf, dass die Landwirte in Amerika alle so große Airseeder benutzen und aber das ist tatsächlich da an der Westküste, da in dem Gebiet Idaho, die Ecke, die schwören tatsächlich auch auf unsere Kompakt-Solitär, haben die schon immer geschworen, sag ich mal, aufgrund des, der Werkzeugabfolge von vorlaufendem Scheibenfeld, dann der Reifenpacker, dann kommt ja die Trapezpackerwalze, die quasi nochmal genau vor jedem Säschlitz den Boden rückverfestigt und dann kommt ja das Parallelogramm geführte Doppelscheibenschar. Und die haben schon damals auf das Vorgängermodell geschworen und die sind jetzt tatsächlich absolut begeistert auch von der neuen Solitär DT, weil die halt noch leichtzügiger ist und auch von der Flexibilität noch ein bisschen größer. Da habe ich ja auch schon mal erklärt, wir können ja da verschiedenste Varianten von Ablagemöglichkeiten oder wir können verschiedenste
Ablagemöglichkeiten sie realisieren, sag ich mal, Saatgut und Dünger in einer Überfahrt, in einem Säerohr oder getrennt und mit also dann halt über die Doppeltank-Varianten haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Und das finden die Landwirte extrem interessant und deswegen ist auch sehr großer Anklang, gerade in dem Gebiet da. Wie viel Meter fährt er da hinten? Sechs, also jetzt neun? Sechs, mit sechs Metern sind wir da, aber jetzt unterwegs. Die auch mit neun, ne? Oder? Ja, demnächst gibt es die auch in neun tatsächlich, aber jetzt, da die ersten Maschinen sind, die jetzt rübergegangen sind, sind alle 6-Meter-Varianten und ja, das ist jetzt, ja, da ist er gerade mit beschäftigt und er ist immer sehr zufrieden. Ist ja auch schön, wenn man dann positives Feedback von den Landwirten kriegt, wenn man da unterwegs ist. Und anders als in Deutschland sagt er, ist halt so jetzt, er sagte mir, wann habe ich mit dem gesprochen? Gestern sagte er mir zum Beispiel, er würde jetzt mal zu einem Ersteinsatz hinfliegen. Dann ist er tatsächlich im Flugzeug, fliegt dann zu einem Vorführungstermin hin und führt dann die Maschine vor, macht den Ersteinsatz. Und dann geht es wieder zum nächsten. In Deutschland ist er halt überall mit dem Schlepper hingefahren. Ja. Ich habe gedacht, der wäre schon weit gefahren. Ja, aber es sind halt andere Dimensionen dann tatsächlich. Ja. Ja, aber auch in diesem Sinne mal schöne Grüße an Martin. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch, ja, ist ja auch eine super Möglichkeit, ne? Also ich glaube, der wird wahrscheinlich da auch mit ganz vielen tollen Erfahrungen zurückkommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch damals zu ihm gesagt, wo das irgendwie sich so rauskristallisierte, dass wir da jemanden suchen, da habe ich auch gesagt, boah, wenn ich nochmal jünger wäre, dann wäre ich wohl auch. An vorderster Front hätte ich mich wohl gemeldet, um dahin zu fliegen tatsächlich. Wenn ich nochmal jünger wäre. Oh, Johannes, ey. Ja, du weißt ja, wie ich das meine, Carina. Also, gehst auch schon mal in den Rente, oder? Ich will mich ja nicht beklagen, aber ja, es gibt halt immer für jede Phase gibt es ja so eine Sache, die man da machen kann und nicht mehr machen kann und so. In dem Sinne, gerade frisch von der Uni und noch da flexibel, da habe ich gesagt, mach das, aber ich glaube, also Martin, wenn du das hörst, du hast, glaube ich, alles richtig gemacht. Ne? Martin ist ja auch ein fleißiger Podcast-Hörer. Vielleicht hört er ihn ja auch in Amerika, wenn er mal wieder länger im Auto sitzt. Ja, in dem Sinne, schöne Grüße, Martin. Wir hören uns demnächst mal wieder, hoffentlich. Und ja, mal gucken. Also jetzt tatsächlich so, der ist jetzt einmal 6 Wochen im Frühjahr da und dann nochmal 6 Wochen zur Herbstaussaat, und weil dann nochmal ein paar Maschinen rübergegangen sind. Und dann hoffe ich mal, dass die, oder dann werden sich die Maschinen dann da vermehren. Hoffe ich mal. Die Landwirte sind sehr begeistert, wie gesagt, von der Technik, von den Feldaufgängen vor allen Dingen, gerade wenn die Luzerne anbauen. Dann ist es ja wichtig, dass man gleichmäßige Bestände hat und auch möglichst ebene Oberfläche, damit die Futterqualität nicht leidet und so. Da legen die halt sehr großen Wert drauf und das kann man mit der Maschine sehr gut erreichen tatsächlich. Also das ist jetzt das, was gerade noch so, wo ich mit Neid rüberblicke zu den Kollegen, die, weil wir halt ein internationales Unternehmen sind, man hat ja da nicht nur seinen Kirchturm vor Augen, sondern man kriegt ja auch mit aus allen Ländern, was so los ist, und da sind schon einige Länder, sind da schon sehr, sehr fleißig tatsächlich. Ja, super spannend. Aber wo du eben von Alessandro geredet hast, können wir nicht auch mal eine Italien-Folge machen eigentlich, oder? Ja, hatten wir ja schon mal. Ich wollte den tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, muss ich sagen, dass ich vergessen habe, Alessandro zu fragen. Ich muss mir das gleich mach mal dir gleich mal eine Erinnerung. Ich mache mir gleich. Ich mache immer sowas erst auf dem Zettel und dann bei Gelegenheit schreibe ich das mal irgendwo in irgendein Handy rein oder so, damit ich das nicht vergesse. Aber ich bin immer noch ein großer Freund davon, erstmal auf dem Zettel und dann in der Hosentasche oder so, und nachher, weil dann wird dann mitgewaschen und dann kannst du es nicht mehr lesen. Deswegen habe ich mir das angewöhnt, ich mache dann immer irgendwie einmal am Tag, schreibe ich dann alles, was auf meinem Zettel steht, schreibe ich dann, wenn noch Bedarf besteht, schreibe ich dann irgendwann in mein Handy rein, weil sonst ist es nämlich tatsächlich, wie du sagst, in welcher Tasche war jetzt nochmal der Zettel oder in welcher Jacke oder wo war der im Auto oder wo. Deswegen dann kommt es nachher. Die berüchtigte Zettelwirtschaft. Ja, wie gesagt, bei mir ist das leider noch doppelt, muss ich sagen. Ich mache da eine doppelte Wirtschaft, einmal auf dem Zettel und dann nochmal auf dem Handy. Jetzt habe ich noch eine Frage vielleicht an die Zuhörer, weil ich habe einen Kollegen tatsächlich, der auch nicht aus der Landwirtschaft kommt, an dieser Stelle schöne Grüße Patrick, der ja auch schon mal hier zu Gast war in der Folge über Influencer und Content Creatoren, hat er ja mit uns gesprochen. Und zwar hat der mich letzt gefragt, ob ich ein gutes Kinderbuch kennen würde, was die Landwirtschaft beschreibt. Das ist ja ein Riesenthema. Hab ja selber auch zwei kleine Kinder. Und manchmal denkt man sich, oh Gott, oh Gott.
da sind dann Kinderbücher über Landwirtschaft, wo irgendwie, weiß ich nicht, da wird, einmal gibt's natürlich diese völlig romantisierten Kinderbücher, wo dann der Bauer eine Kuh hat und ein Schwein ein Huhn und der Hahn kräht auf dem Mist und die Bäuerin läuft dann mit der Mähkanne durch die Gegend und hat dann so eine Schürze und Kopftuch um und der Bauer läuft mit seinem grauen Kittel und den Gummistiefeln über den Hof und mit einer Hake auf dem Rücken. Ja. Und dann gibt's natürlich die Kinderbücher, die, wo man denkt als Landwirt, ja, das ist ja alles soweit fachlich richtig, wo man aber dann als Außenstehender meiner Meinung nach denkt, oh Gott, dann wird der Mähdrescher bis aufs letzte Sieb erklärt und wo welcher Rotor langläuft und wie die Schnecken alle funktionieren. Und dann denkst du dir, ja, okay, ich verstehe das schon alles, wie das so funktioniert, aber wenn ich jetzt ein Kind habe von 3 Jahren oder 4 Jahren, ich vermute stark, dass das Kind das nicht so ganz verstehen kann. Ich vermute auch. Und dann gibt's natürlich noch die Bücher, wo dann auch wirtschaftliche Produktionsabläufe, ja, wie soll ich sagen, ja, nicht so ganz richtig dargestellt werden, wo dann auf einmal der Mähdrescher durch den Mais fährt oder so. Also ich meine, das geht auch, aber dann mit einem normalen Schneidwerk oder die Kirschbäume blühen und gleichzeitig wird der Mais gehäckselt, so ungefähr. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also da vielleicht, oder hast du direkt vielleicht eine Empfehlung, Carina? Ich weiß, du hast ja auch mal was gemacht mit Kindern in Grundschulen oder so. Gibt es da... Hättest du das jetzt vorher gesagt, hätte ich mich besser vorbereitet und hätte die Bücher alle mal rausgeholt. Nee, ich habe tatsächlich ein paar, wobei auch, also eins, das ist ganz gut, das ist dieses Wimmelbücher heißen die, glaube ich. Da gibt's auf jeden Fall ein landwirtschaftliches, was auch ganz nett gemacht ist, suche ich dir aber gerne nachher mal raus. Oder Patrick, an der Stelle schöne Grüße, suche ich auf jeden Fall raus. Klar, ich habe mir natürlich auch ein paar Kinderbücher angeschafft, dem geschuldet, gerade auch, wenn es eben in Klassen geht, was so erste, zweite Schuljahr ist oder eben auch Kindergarten, ne, da versucht man das natürlich auch irgendwie ein bisschen kindlich darzustellen. Wobei ich tatsächlich dann auch oft oder gerne auf Infomaterial von, zum Beispiel auch in Anführungszeichen Hersteller oder so zurückgreife, weil ich habe beispielsweise für Kartoffeln, ich weiß gar nicht, ob ich das an der Stelle jetzt sagen darf, Europlant, da gibt's auch so nette Heftchen für Kinder halt extra, wo das ganz nett auch erklärt ist mit Kartoffelkäfer und Co., ne, so, ja. Wo natürlich die Informationsquellen schon etwas besser sind, also oder besser sind natürlich wie jetzt so in einem Kinderbuch. Ich weiß, dass bei diesem Wimmelbuch auch, ich glaube, der Deutsche Bauernverband auch mit dabei war, also wo jetzt, sage ich mal, auch ne in Anführungszeichen halt irgendwie Experten dabei waren, die dann eben da auch geholfen haben, dass da eben nichts Falsches drinsteht. Und ansonsten, was ich eben auch empfehlen kann, ist tatsächlich das Matsch-Magazin. Das ist halt auch extra für Kinder ab 5 Jahre. Was auch sehr praxisbezogen ist dann, ne? Also das ist natürlich jetzt kein Buch in dem Sinne, aber ja, eben immer mit Geschichten von Landwirten und Kulturen, die auch begleiten. Letztes Jahr haben die zum Beispiel einen Landwirt komplett über Thema Zuckerrübe begleitet. Dieses Jahr an der Stelle begleiten sie mich eben bei den Kartoffeln jetzt, wo sie gelegt werden, bis in den Herbst dann auch Ernte und Verarbeitung. Und sowas sind natürlich immer, sage ich, die sichereren Quellen, ne? Ja, also du wirst jetzt viele Kindergesichter zum Strahlen bringen, damit deine Kartoffeln auch noch zusätzlich. Das hoffe ich. Nee, wie gesagt, das ist ja halt auch einfach so eine Herzensangelegenheit von mir, auch so, ne, dass, wie gesagt, dass ich Schulklassen und Kindergärten hier habe, weil ich halt auch einfach glaube, dass wir da auch eben, also ne, die Schule oder die Schulen an sich den Stoff für mein Empfinden einfach viel zu wenig noch aufgreifen. Auch wenn ich an meine Schulzeit so zurückdenke, klar, das war für die Lehrer natürlich dann auch immer praktisch, wenn dann natürlich wirklich mein Kind in der Klasse war mit landwirtschaftlichem Hintergrund, aber wir haben gefühlt im Erdkunde-Leistungskurs auch mehr über Landwirtschaft in den USA mit Feedlots und keine Ahnung was gesprochen, als überhaupt über die heimische Landwirtschaft, ne? Und das ist halt auch sowas, eben auch dieses, ne, auf der einen Seite, also finde ich, da gibt's auch immer nur schwarz-weiß. Entweder ist es so diese Bauernhofromantik, wie du eben schon gesagt hast, eine Kuh, ein Huhn, ein Schwein und alles so richtig klischeemäßig. Oder es ist halt der böse Bauer mit der Spritze und also ne, so es gibt irgendwie dazwischen gefühlt manchmal nichts. Und und ich finde halt oder ich glaube, dass das halt auch eine Chance ist, die Kinder da wieder ein bisschen mehr ranzuführen, weil ich meine, das ist halt die nächste Generation, ne? Und das
finde ich das auch wichtig, dass die dann auch das Richtige mitbekommen. Ja, das ist tatsächlich, wie, da haben wir auch schon mal bei Lemken drüber gesprochen. Man hat tatsächlich ja dann oft, oder wir versuchen auch, wenn wir Anfragen kriegen von so Schulbuchverlägen, dann versuchen wir oder dann geben wir denen auch das passende Material mit, weil wir das auch als wichtig ansehen, dass da jetzt nicht, wenn dann auf einmal ein Bild da ist von einem Flug oder so, von einem Rubber gesprochen wird oder wenn da irgendwie was von der Spritze ist, dass dann da jetzt steht irgendwie, da wird jetzt pures Gift mit ausgebracht oder so oder der... Oder wer, jeder Landwirt vergiftet da alles und der Boden wird dann zerrissen mit seinem Grubber und weil das alles schädlich ist und alle Lebewesen sterben dadurch so ungefähr. Da versuchen wir auch an geeigneter Stelle, da kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn da irgendwie so eine Anfrage kommt, dass jemand sich das mal angucken möchte, dass man da möglichst offen ist, weil halt damit die Verbraucher vom Morgen quasi erzogen werden. Ne? Das ist ja ein riesiges, wichtiges Thema. Ja, und was mich dann auch immer so ärgert, das war ja auch letztes Jahr, glaube ich, war das zur Rapszeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Sendung mit der Maus war. Es war auf jeden Fall auch irgendein Kinderformat eben. Und da ging es dann auch darum, von wegen Raps und Monokultur und so, ne, wo ich dann auch, also da schlage ich beide Hände über dem Kopf zusammen, wo ich dann auch wirklich mir denke, so, das sind doch wirklich Sendungen, wo jemand was von lernen soll. Und warum wird da nicht vernünftig recherchiert? Also ich verstehe es einfach nicht, wie schnell, und das ist ja egal, ob das ein Buch ist oder wie gesagt, im Fernsehen ist es ja gefühlt noch schlimmer, wie schnell da einfach gerade auch beim Öffentlich-Rechtlichen, wo du dir denkst, das sollte ja schon irgendwie vernünftiges Fernsehen auch sein, dass da einfach nicht vernünftig recherchiert wird und einfach irgendwas in die Welt hinaus posaunt wird, was einfach hinten und vorne so dermaßen falsch ist. Da kriege ich manchmal auch Gänsehaut, wirklich, wo ich mir auch denke, warum werden dann da nicht auch Leute bei der Recherche auch irgendwie dazugezogen, ne? Dass dann, und so hatte ich, weil ich das dann auch halt, sage ich mal, mich beschwert habe bei Instagram darüber, und dann hatte ich auch eine E-Mail von jemandem, die eben auch, die mich dann gefragt haben, ob sie mich bei Themen dann kontaktieren können, dass ich da mal drüber gucke. Und da habe ich auch sofort ja gesagt, weil ich mir denke, muss ja auch da einfach mal was passieren. Ich meine, klar, Fehler passieren auch, keine Frage, aber dass da so Sachen einfach erzählt werden oder dargestellt werden, die wirklich so dermaßen falsch sind, das geht halt einfach gar nicht. Ja, und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt hier im Podcast. Dann denke ich mir, bei solchen Sachen denke ich mir immer, wir sind jetzt in dem Bereich vom Fach. Genau. Bei wie vielen anderen Reportagen, wenn es um irgendwas anderes geht, um irgendwelche anderen Industriezweige oder weiß ich nicht, Natur, irgendwer was oder so, oder Ökosysteme, wo denkt man sich, boah, wenn bei der Landwirtschaft so schon so viel Quatsch erzählt. Also ich will jetzt nicht in Frage stellen, dass alle falsch recherchieren oder so, aber manchmal komme ich dann schon aber drüber, das sagt, ist schon so. Boah, also ich habe das auch gelernt oder sage ich mal, ne, dass ich da auch vorsichtig bin oder vorsichtiger geworden bin, was das angeht, wenn irgendwelche Informationen zu irgendwas, sage ich dir auch ganz ehrlich, auch beim Thema Corona damals, dann habe ich mir auch lieber mal noch 2-3 andere Quellen oder so zur Hand genommen oder mir einfach auch, und das ist halt das Schlimme, die meisten machen sich ja gar keine Gedanken mehr, ne, die konsumieren, die hören das und dann glauben die das auch sofort. Und das ist ja auch das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn ich ja hier in meinem Fachgebiet schon mitbekomme, wie viel Quatsch da erzählt wird, dann will ich, das ist ja in anderen Gebieten, wo ich jetzt nicht der Fachmann bin, höchstwahrscheinlich genauso. Da wird auch wahrscheinlich genauso viel auch oft irgendwas falsch erzählt. Und du nimmst das dann auf und denkst, du hättest was gelernt. Und es ist halt einfach falsch. Und deswegen sage ich auch immer, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein. So, ich hatte jetzt auch noch mit einer Freundin die Rede davon, auch lustiges Beispiel, da hatte sie eine Reportage über Bio-Eier gesehen und da waren auch welche ich glaube es war in Holland, hatte sie erzählt, in so einem großen Stall halt, wahrscheinlich auch eingebrochen, ne? So Tierschützer, wo es dann darum ging, ne? So nach dem Motto, ja hier, dann wird das angepriesen als Bio-Eier und Freiland und die waren aber alle eingesperrt im Stall und so, ne?
Und wo ich dann auch zu ihr gesagt habe, naja, wir haben eben auch zum Beispiel eine Geflügelpest. Und wer weiß, wann und zu welchem Zeitpunkt so eine Reportage aufgenommen wurde. Und dann, wenn da Geflügelpest in der Nähe war, dann müssen die Hühner eingesperrt werden. So, ne? Und dann kam sie auch direkt ins Nachdenken und hat dann auch direkt gesagt, ach so, ja klar, ne, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber Fakt ist, dann wird sowas erstmal wieder gezeigt und alle regen sich drüber auf. Aber was jetzt der Hintergrund der Geschichte war, warum die Hühner vielleicht eingesperrt waren, wie gesagt, das ist ja zum Beispiel eine ganz einfache Erklärung dafür. Da macht sich dann aber keiner Gedanken drum. Und es ist ja auch leider so, dass halt einfach mit Provokation, ne? Also ich meine, provokante Dinge und Sachen, die schlimm sind, die verbreiten sich ja auch eben einfach, die verkaufen sich besser und die verbreiten sich besser, als wie wenn da die glücklichen Hühner auf der Wiese rumpicken. Ja. Wie bei allem ist das ja so, dass die schlechten Nachrichten besser verbreiten als die guten. Ach ja, so ist das. Aber ich habe jetzt noch ein Thema von Lemken tatsächlich, was ich aus sicherer Quelle weiß und was auch nicht angezweifelt werden braucht. Und zwar sind nämlich wieder unsere diesjährigen Blue Deals gestartet. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Verkaufsaktion in diesem Jahr, besonders für begrenzte Stückzahlen bei Flügen und bei Kreiselecken und Drillkombinationen. Und das Ganze hat, also bei den Flügen auf alle Baureihen haben wir eine Rabattaktion. Und was eigentlich ganz besonders ist, ist, dass wir jetzt dieses Jahr tatsächlich 25 Jahre Lemken Aussaattechnik haben. Oh, also wow. Lemken hat ja auch noch nicht seit Anfang an Aussaattechnik, sondern seit in Anführungszeichen nur 25 Jahren. Im Verhältnis zu der Firmengeschichte von Lemken ist das ja noch nicht so lange. Und deswegen haben wir auch da einen Aktionsrabatt auf alle Kreiselecken und auf alle mechanischen und pneumatischen Drillkombinationen, also Solitär 12, Frontbehälter, Solitär 23, auch die Solitär 25, die du jetzt ja hast, Carina, und auch die neue Solitär DT. Alles in begrenzter Stückzahl. Also wenn das ist jetzt eine Information für unsere Zuhörer besonders, also geht auf eure Händler zu und wenn ihr da noch Bedarf habt, im Moment gibt es eine begrenzte Stückzahl von eine begrenzte Stückzahl an Geräten mit einem Aktionsrabatt. Unsere sogenannten Blue Deals fürs Jahr 2023. Ja, das kann sich doch schon lohnen. Jetzt noch einen kleinen Werbeblock eingeschoben, aber der sich ja wieder für unsere Zuhörer lohnen kann. Ja, dann würde ich sagen, also mir bleibt nur noch dann den Zuhörern zu danken wieder fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Wir sind froh um jedes Feedback, um alle Themenwünsche. Und ich bedanke mich bei dir, Carina, dass du die Zeit genommen hast, wieder eine Podcast-Folge am Montagmorgen aufzunehmen. Und dann bleibt mir eigentlich, wie immer, nur zu sagen, Carina, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank, Johannes. Auch an dich, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast und hier Montag die Woche erstmal mit mir startest. Ja, und allen Zuhörern natürlich auch. Danke fürs Einschalten. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche und gutes Wetter und dass wir alle auf den Acker kommen. Bis dann. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.